Hallo zusammen! Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr Titan Roots mit einem Peeling-Handschuh macht. Ja, also Titan Roots kennt ihr bestimmt. Ich habe auch ein Video dazu, ich zeige es euch, aber jetzt noch ganz kurz. Einfach zum Zeigen, Titan Roots, die Dreads am losen Ansatz nehmen und dann rubbeln, die Kurzmethode. Peeling-Handschuh. Ich mache es nicht mit einem Peeling-Handschuh. Ich finde es nicht so toll. Ich habe schon eine ziemlich empfindliche Kopfhaut und mir macht schon das normale Titan Roots recht weh. Also weh ist jetzt übertrieben, aber ich habe, ja, es macht Schmerzen auf jeden Fall. Und ich sehe es nicht ein, warum ich einen Peeling-Handschuh benutzen soll, aber ich zeige es euch jetzt trotzdem. Und zwar Peeling-Handschuh anziehen. Am besten auch ein pinkfarbiger. Also, dann macht ihr eigentlich dasselbe. Dreads nehmen zwischen die Finger und das Ganze rubbeln. Ich mache es ja immer in beide Richtungen. Das könnt ihr so machen, wie ihr möchtet. Ja, und ihr seht, der Dread steht wieder ab. Ich denke, der Peeling-Handschuh ist vor allem gut für die Leute, bei denen Titan Roots nicht funktioniert. Also das heißt, es funktioniert immer, aber wenn die Haare noch zu fein sind, dann geht es ein bisschen länger. Darum einfach dranbleiben. Bei mir hat es am Anfang auch nicht denselben Effekt gegeben wie jetzt. Wenn ich jetzt einmal rumrubble, passiert gleich so ein Knoll. Ja. Auf jeden Fall für Leute, wo feine Haare haben oder noch nicht so alte Dreads, würde ich auf jeden Fall das mit dem Peeling-Handschuh mal empfehlen zum Ausprobieren und sonst einfach dranbleiben. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen!